Kommen wir zu Lorenzo Langstroth. Also, hier habe ich vor einer Woche die von unten einige von den Rähmchen nach oben gezogen. Und jetzt sehen wir natürlich auch, jetzt ist der Bienenbesatz hier oben schon erheblich besser. Werfen wir mal einen Blick hinein. So, was macht der Honigraum? Da sah er sehr mau aus und ich habe von unten die Nektar vorgetragenen nach oben gezogen. Oh, die haben sie mir nicht leer gezogen. Da ist es noch mit Pollen und Nektar. Das ist okay. Das passt. Ich hole mal etwas äußeren Bereich. So. Ist auch noch von unten gezogen. Ja. Und ach, dann habe ich hier auch noch eine Wabe hochgezogen, die noch bestiftet war. Und aber nicht mehr frisch bestiftet. Ja, gut. Das motiviert natürlich auch, wenn man hier Brut noch dabei hatte. Habe ich die ein bisschen zentraler und wärmer. Ja. Ja. Zieht seinen Zack. War nicht so geplant, aber was soll's. Hat sie wohl motiviert. Gut, jetzt schauen wir mal dann in den Brutraum. So, oh Gott, wenn der Tag mit den 30 Kilo kommt. Okay. Schauen wir, was passiert. Auch hier kann ich nicht, wie bei der Dant, habe ich keinen Leerraum, sondern muss wieder alles zur Seite packen. So, wir schauen. Wir haben hier drüben noch frei. Die habe ich ja aus dem Honigraum nach unten genommen. Hier ist auch noch frei. Und dann ist die Frage. Aber es ist tatsächlich, die Königin kommt nicht so aus dem Quark, wie sie soll. Hier habe ich schon wieder eingetragen mit Nektar. So. Also im Vergleich zu den anderen Völkern, das ist natürlich dann schon nochmal. So, wir haben hier. Wir haben hier hinten Pollen. Dann haben wir hier einen Futterkranz, hier Futterkranz und in der Mitte das Brutnest. Mhm, also so richtig schönes. Boah, das sah jetzt natürlich bei den Flachzagen anders aus. Mhm. Mal gucken, wo dieses Jahr die Reise hier nach hingeht, kommen wir zum nächsten Äußeren. Also zum einen, alles voll bestiftet. Sehr schön, im Brutnest. Auch hier, Brutnest. Aber der Kälteschlag vom März und April dann auch hier seine. Also die hängen unten schon durchaus hier. Die Bauketten sind da unten dran. Hm.
Was soll's. Gut, ansonsten. Schönes Brutbild soweit. Aber so diese über den anderen da. Das soll ja in diesem Jahr dann auch der Abschluss sein mit diesem Langstrot 1.0. Da habe ich jetzt kein. Ja, bestiftet hat sie schon. Futter haben sie auch. Gucken, hier läuft die. Hier läuft die Königin. Da läuft die Königin. Da müssen wir wieder. Ja. Ja. Ansonsten bei der Wette, wer findet die Weiselnäpfchen die für den Schwarm? Ja, wie immer, nichts zu finden, nichts dabei. Das ist zumindest eine Sorge, die ich hier nicht habe. Schwärmt nicht. Deckel zu. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Werden wir sehen. In 4 Wochen ist ja ohnehin der Spaß vorbei. Wie und ob es hier Honig geben wird. Wenn die Akazie blüht, Akazie sage ich jetzt auch schon, wenn die Robinie blüht, dann geht es in den Wald und zur Brombeere. Bis dahin.